Willkommen nach 7 Monaten Pause. Einige sind schon wieder im Homeoffice und hocken ein bisschen zu viel vor dem Computer und wir tun jetzt 3/4 Stunde lang uns ein bisschen dehnen und strecken und ein bisschen Yoga-Übungen machen. Neu ist, dass heute mein Mann mitmacht. Wir sind seit am 3. Dezember verpartnert. Und ja, der Rest ist nicht so neu, leider. Aber dann würde ich sagen, tue ich noch die Musik einschalten und dann geht's los. Streck dein linke Bein aus. Bring dein rechte Bein über den Oberschenkel. Versuch, deinen Fuß so zu falten mit den Zehen, wie wenn du eine Hand würdest falten. Wenn das nicht geht, umgreif einfach die Zehen so. Und sonst probier das aus. Und dreh das lockere Fußgelenk in die eine Richtung. Das ist eine Mobilisation im Fußgelenk zum Vorbeugen von Krämpfen und anderen schmerzhaften Erscheinungen. Und in die andere Richtung. Dann drück die Zehe nach oben und nach oben. Und nach oben und nach oben. Wenn es da den Krampf gibt, du noch mit dem Daumen da im Fußgewölbe ein bisschen massieren, drücken. Und mobilisieren. Dann heb oberhalb vom Fußgelenk fest deine Unterschenkel, lass dein Fußgelenk los und schüttle den Fuß. Keine Angst, der kann nicht abgehen. Er hebt gut. Und streck dann das Bein aus. Andere Seite. Du spürst schon, das fühlt sich ganz anders an. Da ist noch kühl. In die eine Richtung drehen. Gang ruhig an den Rand vom Möglichen, die andere Seite, das linke Knie abdrücken und gang da richtig in die Bewegung rein. Und dann drück die Zehen auf und aber und heb oberhalb vom Fußgelenk und schüttle dich durch. Die Beine ausstrecken, Fersen voraus, gerade Rücken, ausschnaufen. Und beim Einschnaufen die Schultern nach oben, nach hinten und beim Ausschnaufen nach oben bringen. Noch zweimal. Dann beim Einschnaufen die Arme seitlich. Handflächen schauen sich an und aus den Hüften nach vorne. Strecken beim Einschnaufen, noch etwas vorne. Und beim dritten Mal absenken, verankern. Das kann am Unterschenkel sein, das kann aber auch an den Zehen sein. Und dann hier Platz und Raum schaffen, die Hüfte ein bisschen hin und her bewegen. Und immer versuchen, nach vorne zu schauen.
und einen geraden Rücken zu machen. Wunderbar. Wieder hochkommen. Auf den Rücken liegen. Beine aufstellen. Und dann beim Ausschnaufen den ganzen Rücken am Boden tun und die Hüfte nach vorne kippen. Beim Einschnaufen die Hüfte nach hinten kippen. Holz Kreuz machen, da kannst du durchlangen da drunter. Und beim Ausschnaufen wieder zurück. Der Bauchnabel hebt sich beim Einschnaufen und senkt sich beim Ausschnaufen. Genieß das. Nimm dann je ein Knie in eine Hand und versuch, unabhängig voneinander, die Knie durch den Raum durchzugleiten zu lassen. Lass in der Hüfte los. Versuch da also eine Zufallsbewegung zu machen. Ein bisschen die Hüfte überlisten, das was sie erwartet. Nicht zu erfüllen, sondern sie dazu zu bringen, wirklich loszulassen. Und die Bewegung passiv mitzumachen. Du führst nur mit den Händen. Mach da noch weiter. Und leg dich dann flach auf das Mättli. Nimm das rechte Knie in die Hand. Und wird beim Einschnaufen lang, streckt das linke Bein mit dem Fersen voraus und wird lang und länger. Beim Ausschnaufen bringt das Knie noch ein bisschen mehr an die Brust. 3 bis 5 Atemzüge lang. Streck dein rechte Bein zur Decke. Ziehe am hinteren Oberschenkel vorsichtig Richtung Gesicht. Beim Ausschnaufen und beim Einschnaufen wird auch da lang und breit. Die rechte Hand von innen her an den hinteren Oberschenkel, das Bein nach rechts raus kippen lassen, mit dem Fersen voraus, den linken Arm nach links, schau an die Decke, beide Sitzhöcker am Boden, loslassen in der Hüfte. Das rechte Bein anwinkeln, mit der linken Hand überlangen und das Knie holen und jetzt umblättern nach links, den rechten Arm nach rechts ausstrecken und nachschauen. Eventuell knackt es da im Rücken, das ist nicht beunruhigend, das ist durchaus auch eine Entspannung. Im besten Fall kann es auch eine Blockade lösen. Komm in die Mitte. Den Unterschenkel nimm quer. Mit beiden Händen am Fuß. Und führe den Fuß vor dem Gesicht auf und ab. Ziehe den Fuß Richtung Gesicht. Vielleicht kannst du sogar den Zehen an die Nase tun, kurz.
und ausstrecken. Die Augen schliessen, einen kurzen Moment das ganze Gewicht zum Boden fliessen lassen. Weiter schnaufen, ganz bewusst ein- und aus. In deinem Rhythmus. Und nimm dann das linke Knie an die Brust. Wieder beim Einschnaufen lang werden, beim Ausschnaufen das Knie mehr an die Brust. Das Bein gerade nach oben strecken, vorsichtig Richtung Kopf ziehen. Der Kopf bleibt am Boden. Auch die Schultern sind ganz entspannt. Dann von innen her den Oberschenkel heben und das Bein nach links runterkippen lassen. Rechten Arm nach rechts. Beide Sitzhöcker noch am Boden. Das Bein anwinkeln, mit der rechten Hand das Knie holen und auf die rechte Seite blättern. Linken Arm ausstrecken. Nachschauen. Mitte kommen. Unterschenkel quer. Fuß von außen heben und auf verschiedenen Höhen. Vor dem Gesicht. Auf und ab bewegen. Eventuell die Zehen zur Nase. Und dann das Bein ausstrecken. Kurze Nahentspannung. Bring deine Beine auf, heb von innen her die Fersen mit den Händen, mach einen runden Rücken, beweg dich nach links und nach rechts. Mach dann noch einen runden Rücken, schaukle führen und hinteren, nimm Füße näher an und versuch da in ein Bötli zu kommen, ohne dass die Ferse loslässt. Wenn das nicht geht, kannst du die Hände auch auf die Seite nehmen, das ist ein bisschen einfacher. Ein Trick da ist auch, die Füße näher zum Gesäß nehmen beim Aufgehen. Das verändert den Schwerpunkt ein bisschen zu deinen Gunsten. Und mach das einfach ein paar Mal. Und noch einmal. Genau. Lass dann los und versuch da in einem 60-Grad-Winkel zwischen Bein und Oberkörper gerade zu heben, Bauchkraft. Wenn du mehr willst, komm runter. 30 Grad. Wenn es zu streng ist, kannst du jederzeit einfach abliegen, nochmal rauf. Entweder heben oder wenn es geht, ohne. Und für die ganz Harten machen wir es noch ein drittes Mal. Komm dann in den Schneidersitz. In eine entspannte Sitzposition. Spätestens jetzt haben wir sicher alle ein bisschen warm. Bring deine Fußsohlen zusammen. Vor dem Gesäß, näher beim Gesäß.
Heb deine Zehen mit beiden Händen fest. Bring deine Ellbogen in die Kniekehle. Und jetzt schnauf tief ein, wird lang. Und kipp aus den Hüften raus nach vorne. Beim Einschnaufen lang werden, beim Ausschnaufen mehr vorne kippen. Noch ein drittes Mal. Lang dann mit einer Hand führen, mit der anderen. Und versuch da ein bisschen vorne zu tappeln. Gestreckte Arme. Langsam richte dich auf. Bring die Hand hinter die Hüfte mit den Fingern nach vorne. Links und rechts. Und jetzt lass deine Hüfte steigen, komm auf die Fussaussenkante, so viel wie das dein Körper erlaubt. Schau nach hinten, auch da pass auf deinen Nacken, sonst nur gerade rauf schauen, die Schulter nach hinten und wieder zurück. Du kannst auch ein zweites Mal oder genau, sehr schön. Bring dann die Füße ein bisschen nach vorne, lang von innen her im 45 Grad Winkel unter den Arm durch. Die Hände sind flach. Und dann auch hier einschnaufen und rauskommen wie ein Schildkröte aus dem Panzer raus. Beim Ausschnaufen runden Rücken und wiederholen. Schultern immer nach oben ziehen, nach oben und nach hinten. Noch einmal aus. Dann in die Mitte kommen, die Füße noch mal etwas führen, die flache Hand auf die Fußrist, gerade Rücken, führen schauen, einschnaufen und dann langsam die Stirn zum Boden sinken lassen, Richtung Füße, in die Diamantfigur. Schneidersitz, führen lange und direkt in Vierfüßer. Die Arme und die Oberschenkel sind senkrecht wie Säulen. Die Hüfte wie ein Joch bewegen. Und links und rechts Knie abwechselnd ein paar Zentimeter vom Boden abheben. Mach das nicht mit der Beinkraft, mach das nur aus den Hüften. Es ist nur so ein Hüftdrehen. Die Beine sind ganz locker da unten. Wie ein Glockenschwänger. So, Mitte kommen. Dann rechten Arm nach vorne, Daumen nach oben. Blick über den Daumen, links Bein ausstrecken. Kontrollier das, wenn du kannst, entweder im Spiegel oder kurz hinterher schauen. Horizontal über dem Boden. Es geht nicht darum, weit raufzukommen, sondern lang zu werden, als würde jemand am Fuß und an der Hand ziehen. Das Bein anwinkeln. Hinterlangen oberhalb vom Fußgelenk. Nicht am Fuß und nicht am Fußgelenk, sondern oberhalb. Und jetzt Spannung reingeben. Das Knie steigt. Die Schulter geht nach hinten. Balance und Kraft. Der Fuß bleibt da, wo er ist. Die Hand kommt vorne. Zweimal mit der Stirn zum Boden.
Mitte, absenken, andere Seite, linken Arm, rechts Bein, über den Daumen schauen. Lang werden, strecken nach vorne und nach hinten. Anwinkeln, hinterlangen, Spannung drücken. Wenn du den Krampf im Fuß bekommst, stell die Zehen auf. Sonst leg sie ab. Das Knie steigt. Linken Ellbogen nach hinten und nach oben. Die Hand kommt oben. Zweimal mit der Stirn zum Boden. Und dann aufs Knie abstellen und hinten auf die Ferse sitzen. Die Zehen ausstrecken, weit vorne lange mit den Händen vorne laufen, die Stirn zum Boden. Kurz die Augen schliessen. Und dann Zehen aufstellen und Beine strecken in den ersten Hund und nach oben schauen. Die Schultern tief, die Arme sind gestreckt. Lass den Hund langsam laufen, links und rechts, mit leicht angebogenen Beinen. Streck dann das linke Bein diagonal nach hinten rauf. Beug dein Bein und lass das Knie nach oben steigen, nach links rauf und schau unter dem Arm durch. Und komm dann zurück mit dem Fersen vorne. Der Ferse ist noch auf der Matte, der Fuß schaut nach außen. Und jetzt das hintere Bein strecken und runterkommen auf die Ellbogen. Die Stirn zum Boden. Wenn das zu anstrengend ist, tust du das hintere Knie abstellen und sonst streck das Bein durch. Stoss dich dann wieder auf in den Hund. Das rechte Bein ausstrecken, anwinkeln und nach rechts rauf bewegen, unter dem rechten Arm durchschauen. Abkommen, führen mit dem Fersen, neben die Hand und dann führen schauen, von hier auf die Ellbogen und die Stirn sinken lassen. Und zurück. Hund. Führen kommen. Hochs Brett. Tiefs Brett. Führen und hindern. Krokodil. Aufstoßen. Wer will, noch ein zweites Mal. Die Ellbogen sind näher am Körper. Die Knie am Boden, weit hinten runter und mit der Nase knapp über dem Boden weit führen, führen, führen und ganz vorne aufstoßen. Zehen ausstrecken und da die Ellbogen aus den Ellbogen nicht reinhängen, sondern rausstoßen. Nach links schauen, nach rechts schauen und nochmal kurz auf die Ferse. Streck die Arme.
und aufrichten. Beine kreuzen, Beine vorne ausstrecken am linken Mattenrand. Fersen voraus. Einschnaufen. Beim Ausschnaufen nach vorne, beim Einschnaufen nach rechts 10 Grad. 10 Grad nach vorne, beim Einschnaufen nach rechts. Ausschnaufen führen. Dann mit dem Handrücken am rechten Bein abstoßen. Ellbogen kommt rauf. Das Bein ein bisschen anheben, führen lange mit der Hand an der Außenkante heben und den rechten Arm nach hinten ausstrecken und anschauen. Parallele Arm und Unterschenkel zum Boden. Loslassen, führen kommen. Der Fuß bleibt da, wo er ist. Der Arm ist gestreckt auf der Seite. Mit der rechten Hand von der Mitte her die Außenkante vom Fuß. Die linke Hand am Fersen und da ein bisschen schütteln. Dann die rechte Hand ausfädeln, die Zehen heben und das Bein ausstrecken. Dann die Fusssohle an, Oberschenkel, gerade sitzen, ausschnaufen und beim Einschnaufen die Arme über die Seite. Beim Ausschnaufen nach vorne, beim Einschnaufen gerade werden, lang werden, noch zweimal. Verankern. Komm in die Dehnung. Links Bein gestreckt, Fersen voraus. Zehen heben, rechte Hand lösen und diagonal nach hinten aufziehen. Eine Linie von Hand zu Hand. Die Hinterhand hinter die Hüfte, mit den Fingern nach hinten und mit ein bisschen Schwung auf das rechte Knie. Drei-Punkt-Auflage. Hand, Knie, Zehen. Zurückkommen. Führen lange. Und am Schluss noch mit der rechten Hand unter dem linken Arm durch. Handfläche nach oben. Lösen. Ausschütteln. Die Füße aufstellen. Die Hände mit den Fingern nach vorne hinter dem Gesäß. Einmal in den Tisch. Gesäß Richtung Decke, Blick nach oben, runterkommen, ohne das Gesäß am Boden, nur zwischen den Händen und nochmal rauf. Und dann am rechten Mattenrand sitzen. Ausschnaufen, einschnaufen. Arme über die Seite, Handflächen schauen sich an. Aus der Hüfte 10 Grad nach vorne, beim Einschnaufen nach links. Noch 2-3 Mal. Dann den Handrücken abstoßen am linken Bein. Der linke Ellbogen steigt. Zur Decke hinschauen. Das linke Bein ein bisschen anheben, an der Außenkante vom Fuß heben, den rechten Arm nach hinten ausstrecken. Stolze Haltung. Der Fuß bleibt, komm führen, Arm seitlich. Die linke Hand von der Mitte her. Die Aussenkante vom Fuß heben, die andere Hand an den Fersen und die Hüfte da ein bisschen ausschütteln. Die
linke Hand ausfädeln und du am Zehen heben und ein paar Mal ausstrecken. Dann Fußsohle an den Oberschenkel. Einschnaufen, die Arme über den Kopf. Und nach vorne 10 Grad. Einschnaufen und lang werden. Noch zweimal. Und dann verankern. Vorsicht da nicht das runde Rücken machen, eher ein Holzkreuz. Linken Arm lösen und diagonal nach hinten ziehen. Es ist eine Linie von Hand zu Hand und nachschauen. Die Hinterhand hinter die Hüfte mit den Fingern nach hinten und mit etwas Schwung auf einen grossen virtuellen Böller legen. Zurückkommen. Führe lange in die gleiche Position. Lang werden. Und dann noch den linken Arm unter dem rechten durch. Und unten durchschauen. Lösen. Das Bein ausstrecken. Ausschütteln. Ein bisschen bewegen hier in der Hüfte, in den Schultern. Beine kreuzen, führe lange, nochmal kurz in den Hund. Und dann entweder laufen oder lautlos zwischen die Hände gumpen. Dann die Beine strecken, vorne runtersinken lassen. Pendeln von links nach rechts. Dann ein wenig Knie, die Hände zusammen vor dem Gesicht. Jetzt stehen wir auf. Rückwärtsbeugung. Und Arm absinken lassen und vor die Brust. Das ist der berühmte Moment, wo es etwas zu trinken gibt. Kleine Pause. Okay, dann, wenn wir alle wieder parat sind, längs zu der Matte, breit stehen. Die Aussenkanten der Füße sind parallel. Einschnaufen, die Arme über den Kopf und vorsichtig vorne runtersinken lassen. Und dann auf die rechte Seite laufen. Mit der linken Hand hier unten fixieren und den rechten Ellbogen und den rechten Arm aufstrecken. Nachschauen. Und zurück. Lauf auf die andere Seite. Da ist es
die rechte Hand, die verankert, und der linke Arm steigt zur Decke. Kommt zurück in die Mitte. Kehr deine Hände, sodass die Finger nach hinten schauen. Und lauf vorsichtig nach hinten. Versuch deine Beine gestreckt zu halten oder komm noch etwas mehr in die Grätsche. Und wenn du da noch mehr willst, beug deine Ellbogen. Jetzt spürst du es spätestens in den Kniekehlen. Versuch dort auch loszulassen. Und sonst sind die Beine gestreckt. Komm wieder vorne. Fingerspitze nach vorne. Und jetzt zusammenlaufen, nicht ganz. Ein bisschen breiter wie hüftbreit. Zehen 45 Grad Winkel nach außen. Die Ellbogen in die Kniekehle. Die Hände zusammen. Blick nach vorne. Dann löse deinen rechten Arm und bring ihn nach rechts rauf. Und zurück. Andere Seite. Zurück. Die Hände am Boden. Und jetzt vorne runterbeugen und Beine strecken. Und langsam, langsam, Wirbel für Wirbel. Aufstehen. Die Arme seitlich. Rückwärtsbeugung. Im oberen Bereich vom Oberkörper und zurück die Hand vor die Brust. Ausschütteln. Der rechte Fuß bleibt da, der hintere Fuß weit hinter 45 Grad Winkel. Dann die Hände zusammen vor der Brust. Und dann nach links schauen und jetzt aus der Hüfte nach vorne kippen, bis das eine Linie ist von Kopf bis Fuß. Und jetzt vor das Bein beugen, bis der Ellbogen am Knie ist. Linken Arm rauf, nachschauen, öffnen im Oberkörper, Schultern entspannt lassen, wichtig. Und dann noch den gestreckten Arm über den Kopf. Zurückkommen, aufrichten, Hände zusammen und in zwei Schritte führen. Und Seitenwechsel. Rechts Bein nach hinten. Zuerst Bein noch gestreckt haben. Die Hände falten vor der Brust. Führen kippen. Und dann das vordere Bein anwinkeln, nach rechts schauen. Eine Linie von Kopf bis Fuß. Die Hüfte so ein bisschen in einer Linie. Dann der rechte Arm nach oben. Nachschauen. Noch über den Oberkörper nach vorne bringen. Zurückkommen, aufrichten und zwei Schritte nach vorne. Die Ferse noch auf der Matte, den Rest vom Fuß ab der Matte, aufstützen auf den Knie und hohles Kreuz machen, das Gesäß hinten rausstrecken, die Schulter nach hinten und jetzt nach links drehen. Den rechten Arm richtig abstützen und die Schulter aus der Schulter durchstoßen. Und in die andere Richtung. Und jetzt noch mit dem Atem zurück und aus. Und dann ein. Aus. Ein. Aus. Ein. In die Mitte kommen.
runden Rücken, aufstehen und locker. Das wär's gewesen mit den Stehpositionen. Wir kommen wieder runter. Sitzposition. Das linke Knie anwinkeln. Rechts drüber. Versuche hier mit beiden Sitzhöckern am Boden zu bleiben. Wenn das nicht geht, streck dein untere Bein und mach es so. Und sonst gehen wir hier in die Ischiasthenübung. Die Hände das Knie, die Schulter nach hinten, Knie zurück, als würde hier an einem Fädeli jemand nach oben ziehen. Ausschnaufen. Und beim Einschnaufen dämmen seitlich über den Kopf. Sie müssen nicht zusammen sein, aber gestreckt und die Schultern tief. Die Handflächen schauen sich an. Nochmal einschnaufen. Dreh dich dann nach rechts. Stoss dich mit dem Ellbogen ab am Knie. Hintere Hand in das Gesäß. Vertief die Drehbewegung in der Wirbelsäule. Lösen, komm führen. Bring beide Däume da in die Fussgewölbe. Druck da ein bisschen rein. Einschnaufen lang werden und aus den Hüften nach vorne und die Stirn in einen grossen Bogen zum Knie. Lösen, Beine ausstrecken, ausschütteln und in die andere Seite gehen. Das rechte Bein ist jetzt unten, das linke drüber. Du kannst dich da aufstützen und das Gesäß absenken lassen, dass beide Sitzhöcker am Boden sind. Heb dich am Knie, mach dich lang. Ein, aus. Und beim Einschnaufen die Arme über die Seite. Dreh dich nach links, stoss ab mit dem Ellbogen. Die hintere Hand hinter dem Gesäß. Komm führen. Einschnaufen und mit dem grossen Bogen die Stirn zum Knie. Lösen. Beine ausstrecken. Wirbel für Wirbel ablegen. Nochmal Knie zur Brust, Päckchen machen und dann eins ums andere Bein ausstrecken. Die Hände sind am Körper mit den Handflächen nach oben. Komm mit deinem Geist, mit deiner Aufmerksamkeit zu den Fußsohlen. Nimm sie wahr, als würde sie anlangen, wie sie jetzt durchgeknetet ist und weich ist und warm. Und wie sie da entspannt Richtung Boden fließt. Mit jedem Atemzug komm ein bisschen weiter rauf in den Körper und mach's gleich.
Fuß, Rist, Unterschenkel, Knie, Oberschenkel, Hüfte, in deinem Rhythmus. In den Schultern die Arme darab zu den Händen und springen zum Hals und Nacken und das Gesicht darauf bis zum Scheitel. Dort treffen wir uns. Nimm deinen tieferen Atemzug, wenn du beim Scheitel bist. Beim Ausschnaufen fahrt der ganze Körper herab im Geist bis zur Fußsohle. Und beim Einschnaufen zurück zum Scheitel. Beweg dann deine Finger und Zehen, Hände und Füße. Räkle dich. Streck dich, zieh die Knie an und leg dich noch einen Moment auf die rechte Seite. Richte dich dann auf, lass deine Augen noch zu. Wir singen noch dreimal Om. Schnuff tief ein. Aus. Ein. Letztes Mal seitlich, bring deine Handflächen zusammen und führe sie in einer Linie vor die Brust. Und verneig dich dann. Richte dich auf, öffne deine Augen und geniesse den schönen Nachmittag. Hoffentlich entspannt und energetisiert. Danke vielmals fürs Mitmachen. Dir und euch. Danke.